Guten Morgen, liebe Sprembergerinnen, liebe Spremberger, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir hatten eine interessante Veranstaltung zum Thema Windenergie in Spremberg. Rückenwind für Spremberg war der Titel. Ich muss mal sagen, die Spremberger können gut diskutieren. Der Saal war voll. Wir haben Argumente ausgetauscht. Eins ist uns klar. Das ist ein Thema, was so interessant ist, was aber auch diskutiert werden muss. Da wird es mit großer Sicherheit eine Folgeveranstaltung geben. Ich selbst war am Freitag in Leipzig. Vertreter aus ganz Ostdeutschland waren eingeladen. Ostdeutschland, Heimat und Zukunft. Mein ostdeutsches Spremberger Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen wurde gestärkt. So oft hatten wir das nicht in den vergangenen 30 Jahren, dass man uns gesagt hat, ihr macht da schon ganz, ganz viel richtig. Am Samstag und am Sonntag gab es zwei Veranstaltungen, Spremberg tanzt. Begeisterte Berichte habe ich gehört. Ich habe die Generalprobe gesehen und das ist auch wieder etwas. Das gehört auch dazu, dass wir stolz sein können und Selbstbewusstsein ausstrahlen müssen. Und das haben wir getan, die Mitwirkenden dieses Tanzprojektes. Ich selbst konnte leider nicht dabei sein, aber es wird bestimmt noch weitere Aufführungen geben. Warum konnte ich nicht dabei sein? Erstens war der Vormittag gut belegt mit den Kranzniederlegungen zum Volkstrauertag. Und am Nachmittag musste ich mich auf eine sehr anstrengende Woche vorbereiten, denn es ist viel los. Hauptausschuss, Sonderfinanzausschuss und am Freitag ist große Lausitzrunde in Spremberg im Kino. Der Ostbeauftragte kommt, die Präsidentin der TU Dresden, der Präsident der BTU, Herr Dr. Ehler, unser Verbündeter der Lausitzrunde von der ersten Stunde an. Eine sehr hochkarätige und interessante Veranstaltung. Auch diese Veranstaltung wird gefilmt und ich hoffe, auch das findet Ihre Aufmerksamkeit. Also, die Woche wird anstrengend, für Sie bestimmt auch mit der ein oder anderen Beschäftigung, aber ich hoffe, Sie finden zwischendurch immer mal die Zeit, auch mal zu schauen, was passiert in und um Spremberg, denn das ist eine ganze Menge und vor allen Dingen geht es in die richtige Richtung, nämlich voran. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.